Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um das süßeste und tollste und kleinste und schnuffligste Lebewesen. Komm her, lass es überhaupt auf diesen Planeten gehen. Und zwar um unsere kleine Biyoshi geht es heute. Ich wollte euch erzählen, was es heißt, Hundebesitzerin zu sein, einen Hund zu haben, sich darum zu kümmern. Und die kleine Geschichte von der kleinen Broschi, wie wir sie gefunden haben. Über eine Zeit, wo wir auch verarscht worden sind und es einfach übelst traurig für mich war. Und ich fange am besten ganz von vorne an. Wir haben in Hamburg gelebt und ich wollte die ganze Zeit einen Hund haben. Und ich war nie so ein Mensch, der sagt, ich muss unbedingt diese Rasse haben. Ich wollte einfach einen Hund haben und am liebsten einen kleinen Hund. Und dann hat mich Dagi nochmal aufmerksam gemacht auf den Zwergspitz, auf kleine Pomeranians und mein Herz ist geschmolzen. Ich musste unbedingt einen haben, weil ich schon immer einen Hund wollte. Natürlich musste ich erstmal Sascha dazu überreden und ich habe ihm ganz oft Bilder gezeigt. Ich glaube, ich habe ihn so voll gelabert, dass er dann irgendwann gesagt hat, okay, holen wir uns einen. Oh, guck mich nicht so an. Sie guckt mich die ganze Zeit an, guckt mal, wie süß sie aussieht. Ui, ui. Und dann haben wir angefangen zu suchen. Und die Dagi war so lieb und hat mir geholfen. Und auch die Sabrina hat mir geholfen, einen Hund zu suchen. Dann irgendwann mal sind wir auf eine Seite gestoßen, auf Facebook. Haben eine Frau geschrieben, oder gesagt, ein Mädchen, die war Züchterin. Und haben dann immer Kontakt gehabt. Ich habe ihr meine Nummer gegeben. Sie hat mir ganz oft Bilder geschickt von einem kleinen Pomeranian. Das war ein Junge, der war braun-schwarz und ich war so verliebt, Leute. Ich habe mich so gefreut und konnte es kaum abwarten, diesen kleinen süßen Hund in meinen Händen zu halten. Dann haben wir ganz oft geschrieben und sie meinte, ja, ihr müsst eine Anzahlung machen. Dann haben wir diese Anzahlung gemacht. Ich habe mir schon gedacht, dass sie eine Anzahlung möchte. Und diese Anzahlung war 250 oder so. Und das ist halt eine Menge Geld. Bloß ich konnte sie verstehen, dass sie irgendwo sich absichern möchte. Ja, dann haben wir ihr das Geld überwiesen und wir haben dann noch in Hamburg gewohnt. Und sie meinte so, ja, kommt am Wochenende nach Köln und ihr könnt den Hund abholen. Oh mein Gott, wisst ihr, wie aufgeregt ich war? Ich war so unglaublich aufgeregt. Wir sind nach Köln gefahren, wir haben uns ein Auto gemietet, haben uns ein Hotelzimmer gebucht und sind hier hingefahren. Und an dem Tag, wo ich den Hund eigentlich bekommen sollte, hat sie mir abgesagt. Sie meinte auf einmal so, ja, meine Mama hat Krebs und ich kann euch den Hund nicht bringen und wir müssen das verschieben. Und für mich ist in dem Augenblick eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte, wie? Einmal und jetzt sind wir schon hier und du hast doch gesagt, du wohnst in Köln. Und das war eine absolute Katastrophe. Ich war wirklich am Boden zerstört. Dann dachten wir so, okay, hab mich wieder beruhigt, sind wir zurück nach Hamburg gefahren. Und ich wusste einfach nicht, warum sie mir jetzt auf einmal die ganze Zeit abgesagt hat. Sie hat mir auf einmal jeden Tag abgesagt, dass wir den Hund nicht abholen können. Und wir haben die Anzahlung ja schon bereits gemacht. Dann auf einmal schrieb sie mir, ja, ich bringe ihn vorbei. Da war ich wieder erleichtert. Und dann haben wir den ganzen Tag auf sie gewartet und sie kam einfach nicht. Auf einmal fing sie wieder an, sich eine andere Story auszudenken, dass sie den Hund nicht bringen kann. Und dann habe ich gemerkt, oder gesagt, wir haben alle gemerkt, was Sascha schon ein bisschen länger vermutet hat, dass sie uns verarscht. Dass sie uns einfach sozusagen Geld abgerippt hat und es eigentlich gar keinen Hund gibt. Und dann habe ich es auch gemerkt und dann habe ich zu ihr gesagt, ich möchte das Geld gerne wieder haben. Auf einmal, Leute, ging ihre Nummer nicht mehr. Die ganzen Daten, die sie uns gegeben haben, waren Fake-Daten. Wir waren dann bei der Polizei und wollten das halt melden. Aber da mussten wir schmerzlich lernen, dass man sowas nicht so leicht anzeigen kann und dass die Anwaltskosten und mehr uns kosten würden, als das im Endeffekt es wert wäre. Und das hat mir einfach so wirklich mein Herz gebrochen. Ich dachte, okay, vielleicht soll ich keinen Hund haben. Vielleicht ist das ja alles irgendwie nicht so, wie ich es mir wünsche. Und dann meinte Dagi, komm, wir gucken auf eine andere Seite, vielleicht haben wir Glück. Und ich war schon mega demotiviert und so enttäuscht, dass ich mir nicht vorstellen konnte, jetzt überhaupt noch einen zu finden. Und war einfach von der ganzen Sache mega enttäuscht. Dann aber sind wir auf eine Seite gestoßen. Wir haben diese Frau angerufen und die meinte zu uns, nee, wir haben alle Hunde verkauft, die sind alle schon abgegeben, wir haben keine mehr. Und da war wieder so voll die Enttäuschung. Ich dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass ich keinen Hund mehr bekomme. Dann sind wir zu einer anderen gefahren, die war sehr außerhalb, da sind wir damals mit Dima gefahren, die hatte 3 Stück und ich war so verliebt in so einen kleinen weiß-schwarzen und ich dachte so, ja, den kriegen wir. Bloß, den haben wir nicht bekommen. Die Frau war der Meinung, wir sind zu jung und sie kann sich nicht vorstellen, dass wir uns gut um dieses Tier pflegen können. Und als sie mich angerufen hat und mir das gesagt hat, oh mein Gott, Leute, ich konnte ihr gar nicht mehr zuhören. Ich so, ja, ja, tschüss, hab aufgelegt. Weil ich dachte so, wieso, wieso, wieso kriege ich kein Händchen? Da dachte ich wirklich, okay, bringt nichts mehr. Ich krieg
Dann haben wir doch nicht aufgegeben. Wir haben nochmal bei einer Züchterin angerufen. Die meinte am Telefon auch zu uns, ja, leider sind alle versprochen. Tut mir leid. Aber Sabrina hat dann dieselbe Züchterin nochmal angerufen. Und irgendwie klang sie vielleicht älter als sie, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist bei ihr geklappt. Sie meinte, ja, kommt vorbei, guckt euch die Welpen an. Und ich war so, oh mein Gott, wir sehen Welpen, ja! Und dann sind Sabrina, Dagi und ich am nächsten Morgen losgefahren zu dieser Züchterin. Wir kamen an, machen diese Tür. Also wir klingeln, dann geht diese Tür auf und es kommen unzählige Pomeranians auf uns angeströmt. So richtig, richtig viele. Ich war schon mega überfordert. Die haben alle gekläfft und alle sind so durchgedreht. Die wollten alle gekuschelt und geliebt werden. Und dann sind wir in die Küche mit ihr gegangen und so ein kleiner Zwerg hat sich einfach mal versteckt. Sie war so winzig und ganz flauschig und mega schüchtern. Und sie hat sich so versteckt und die Züchterin hat sie mir gegeben. Und dann hat sie sich in meiner Jacke versteckt. Und das war so süß. Ich war so verliebt. Ich habe sie in den Arm gehalten und meinte so, ich kann sie nicht wieder abgeben. Ich liebe sie. Und die Züchterin meinte, ja, aber sie ist schon vergeben. Ich habe sie eigentlich an jemand anderes versprochen. Und ich so, nein, nein, ich muss sie haben. Und wir alle haben einfach mal auf diese Züchterin eingeredet und gesagt, bei uns ist sie am besten aufgehoben. Ich werde immer für sie da sein. Und wir haben so viel gesagt. Ich wollte ohne, da geht es gerade um Rioshi, ohne sie nicht gehen. Ich war so verliebt. Ich habe sie in den Arm gehalten und das war einfach Liebe. Und das war so krass. Und ich dachte so, ich kann dieses Haus ohne dieses Tierchen nicht verlassen. Und ich glaube, diese ganzen schlechten Erfahrungen, die ich gesammelt habe, diese ganzen Absagen und auch, dass wir Geld verloren haben und dass wir verarscht worden sind, das alles hat mich zu ihr gebracht. Zu diesem unglaublich süßen Wesen, das uns jeden Tag so viel Liebe schenkt. Und dann meinte immer die Züchterin, ja, ich habe das Gefühl, dass sie bei euch besser aufgehoben wäre als wie bei den anderen. Und irgendwie tat es mir auch voll leid, weil ich habe denen sozusagen den Hund weggenommen. Das tat mir auch leid, aber ich konnte sie nicht mehr loslassen. Ich konnte sie nicht mehr abgeben. Und dann haben wir sie gekauft. Die Züchterin hat uns ganz viel mitgegeben. Und dann saß ich im Auto und konnte es einfach nicht glauben. Sie saß auf meinem Schoß und ich war Hundemama. Und das war so schön. Und ich habe Sascha ein Foto geschickt. Und Sascha so, oh mein Gott, ist die süß. Ich freue mich, die zu sehen. Sascha war beim Drehen und dann sind wir nach Hause gekommen. Und sie war so voll schüchtern. Und sie dachte sich, oh mein Gott, wo bin ich denn hier? Und das war einfach total niedlich mit anzusehen, wie sie alles für sich entdeckt hat, wie sie gespielt hat. Ich hatte natürlich alles schon bereits gekauft. Ich hatte alles bereits schon zu Hause, sei es Leine, Hundebett, alles. Weil ich ja damals diesen anderen Hund eigentlich erwartet habe, wo wir verarscht worden sind. Deswegen hatte ich bereits alles. Es war einfach der schönste Tag überhaupt. Ich habe mich so gefreut. Ich hatte solche Glücksgefühle. Und als Sascha nach Hause kam und sie sah, waren die auch so ein Herz und eine Seele. Mittlerweile können wir uns gar nicht vorstellen, ohne sie zu leben. Ich meine, ich liebe sie über alles. Sascha liebt sie über alles. Dima, also ich glaube, sie ist das einzige Wesen auf dieser Welt, was Dima wirklich über alles liebt. Meine Mama liebt sie, meine Schwester liebt sie. Sie ist immer gut aufgehoben. Wenn wir nicht da sind, dann ist sie bei meiner Mama. Also sie hat wirklich ihre festen Menschen um sich herum. Und ich weiß, ich habe bei ihrer Erziehung ein paar Fehler gemacht. Und die sage ich immer wieder zu anderen, die sich jetzt einen Hund holen. Mein Fehler war es, ich habe sie zu sehr verwöhnt. Und ich bin immer noch manchmal zu nett zu ihr und deswegen ist sie auch nicht so super erzogen. Ich weiß, dass ich sehr viele Fehler gemacht habe. Und deswegen sage ich zu den anderen immer, sei es zu Nihan, das habe ich auch zu Dagi gesagt, ihr müsst streng sein. Egal wie schön und süß sie euch anguckt, ihr müsst streng sein. Das tut auch manchmal im Herzen weh. Und sie hat auch so ihren eigenen Charakter, aber ich liebe sie. Ich liebe sie so, wie sie ist und ich würde sie nie im Leben wieder abgeben. Ich spiele oft mit dem Gedanken, noch ein zu holen, damit sie einen Spielgefährten hat und ich würde mir einen zweiten wünschen, bloß ich weiß halt, das ist eine Menge Arbeit. Das ist nicht so, du musst oft mit ihr rausgehen, du musst mit ihr zum Tierarzt, du musst mit ihr zum Friseur, du musst darauf achten, dass es ihr gut geht. Ich muss auch immer gucken, dass sie keine Zecken bekommt, keine Flöhe bekommt. Es ist halt wirklich sehr, sehr viel Arbeit, dass sie genug Futter bekommt. Das Problem ist bei Pomeranien, die überfressen sich auch gerne. Ich muss gucken, dass sie nicht zu viel frisst, dass sie nicht alles frisst, weil bei ihr ist auch so, sie frisst einfach alles, was sie irgendwo findet. Und dann muss ich aufpassen, weil sie übergibt sich dann davon und dann geht ihr es schlecht und das sind so tausend
tausend Sachen, worauf man achten muss. Es ist halt wirklich wie ein Kind irgendwo. Sie kann nicht ohne dich leben. Sie kann nicht einfach ohne mich jetzt ihr Futter sich holen und alleine essen. Sie kann auch nicht einfach so alleine draußen spazieren gehen. Ich muss mich wirklich um sie kümmern. Und wir beide müssen uns um sie kümmern. Und das ist auch nicht immer einfach. Und deswegen bin ich froh, dass wir zu zweit sind. Wenn ich weg bin, weiß ich, dass Sascha da ist, dass Sascha sich um sie kümmert. Auch wenn sie krank ist. Zum Beispiel neulich hatte sie eine Blasenentzündung, mussten zum Tierarzt fahren. Und da hat sie auch Spritzen bekommen. Sowas ist auch wieder mit Kosten verbunden. Und mit Zeit. Und ich muss sagen, ich gehe so ungern zum Tierarzt. Es tut mir immer voll weh, weil sie hat mega Angst beim Tierarzt. Und sobald sie Spritzen bekommt, kriegt sie immer Fieber und es geht ihr schlecht und sie quietscht die ganze Zeit nur und sie ist halt, sie will dann nicht mehr von mir weg. Sie bleibt dann die ganze Zeit bei mir und will auch nicht von jemand anderes angefasst werden. Und dann tut mir immer mein Herzchen weh, weil ich gewohnt bin, dass sie immer so rumhüpft und umrennt. Sie ist eigentlich eine Mischung aus Sascha und mir in ihrem Charakter, in ihrem durchgeknallten Art und Weise, wie sie ist. Aber sie ist mega süß, aber sie hat manchmal so kleine Sachen, die einen echt stressen können. Sie ist halt immer so auf Beschützer aus und sobald sie hört, dass jemand das Treppenhaus entlang geht, dann fängt die an zu kläffen. Sie will uns zwar nur warnen, aber ich denke mir so, Schnucki, das brauchst du nicht. Oder wenn wir draußen sind, dann macht sie immer so auf dicke Hose. Wenn ein großer Hund kommt, macht sie extrem auf dicke Hose und sobald dieser Hund sich nähert, springt sie auf Sascha oder auf mich drauf. Und einmal war auch so eine Sache, als sie noch kleiner war, da war Sascha mit ihr auf dem Spielplatz und da kam eine riesen Katze auf sie zu und sie hatte so Schiss vor dieser Katze, dass sie so auf Saschas Arm gesprungen ist und so gequietscht hat, weil sie einfach panische Angst hatte. Und sie bringt einfach so viele Momente voller Liebe. Das ist unglaublich. Ich kann mich an eine Sache so super erinnern. Sascha hat mit ihr geschimpft, weil sie irgendwas gemacht hat. Sie hat irgendwie Kacke gebaut. Und Sascha hat mit ihr geschimpft, ne? Und sie bestraft, so wie sie es gehört. Und dann ist Sascha raus aus dem Zimmer. Sie ist raus aus dem Zimmer gegangen als Sascha. Und sie saß so in der Ecke und war stinksauer. Und Saschas Hausschuhe liegen immer so vor der Balkontür. Und dann ist sie. Kannst du dich dran erinnern? Ja, haha. Sie ist jetzt Sascha. Ich dachte mal kurz. Oh, ich bin vorbei. Sascha's Hausschuhe gegangen, hat da reingepinkelt. Und es ist weggelaufen, hat sie sofort versteckt, weil sie wusste, wenn er wiederkommt und das sieht, gibt es so Ärger. Und ich habe es gesehen und Sascha geht, sie wollte zum Balkon und sich gerade die Hausschuhe anziehen. Und ich so, Sascha, ich würde die jetzt nicht anziehen. Sascha sagt so, warum? Ich so, ja, guck mal rein. Und er kommt rein, gibt das aus, ist so alles voller Pisse und er ist so durchgedreht, er war so sauer. Aber ich fand's lustig irgendwie. Du nicht, ne? Mhm. Ich find's lustig, aber es gibt auch unendlich viele schöne Momente, wenn wir im Bett liegen und sie dann so ihre 5 Minuten hat, dann springt sie mal auf unser Bett und dann will sie mit uns kuscheln, obwohl sie eigentlich nicht aufs Bett darf, aber sie will einfach mit uns kuscheln und mit uns einfach Liebe geben. Das ist so süß. Oder wenn sie merkt, dass Sascha gerade schlechte Laune hat oder es ihm nicht gut geht, dann geht sie zu ihm und macht so mit ihrem Köpfchen und streichelt ihn so. Das ist mega niedlich, aber sie ist auch verrückt nach Liebe. Das ist so krass. Sie kommt immer und zwingt dich, sie zwingt dich, dass du sie streichelst. Dann kommt sie mal und kratzt sie und denkt sich so, hey, kuschel mich mal. Und dann wieder kratzt sie dich und sagt so, hey, kuschel mich. Und das macht sie halt immer. Und sie führt eine merkwürdige Beziehung zu einem Kuscheltier. Ich versuche ihr das mal ganz kurz wegzunehmen. Darf ich das mal kurz haben? Seht ihr das Ding? Das hier ist ihre große Liebe, würde ich sagen. Ich habe das bei der ersten Gangtour von einer Zuschauerin geschenkt bekommen. Durch hat es einmal entdeckt. Ey. Hat es einmal entdeckt und sie gibt es irgendwie auch nicht mehr her. Und sie hasst es, wenn man es ihr wegnimmt. Ja. Hier, lass es wieder haben. Das Eklige daran ist, dass sie es extrem gerne rammelt. Obwohl sie ein Mädchen ist, aber sie hat auch. Ne? Und das Ding ist so ekelhaft und bitte schick mal weg damit. Auf jeden Fall liebt sie es unglaublich und sie führt, glaube ich, sozusagen mit diesem Tier eine Beziehung. Und das war's. Ich wollte euch eigentlich nur meine Story zu meinem wundervollen Hund erzählen. Und ich will euch noch was damit sagen. Leute, wenn ihr euch einen Hund holt, vor allem Pomeranian, es gibt ganz, ganz viele Betrüger, die wissen, dass diese Hunde momentan einfach mega angesagt sind, mega süß sind und euch nur verarschen. Macht keine Anzahlung und wenn, achtet darauf, dass ihr
euch irgendwie damit absichert. Guckt euch vorher das Tier an, lasst euch keine Fotos schicken, weil Fotos können auch aus dem Internet gezogen sein. Und lernt einfach aus meinem Fehler. Und auch wenn ihr oft Absagen bekommen habt, wie ich jetzt zum Beispiel, gebt einfach nicht auf. Das Problem ist, dass Züchter sehr oft, und das kann ich auch verstehen, bei jungen Leuten Angst haben, dass sie sich nicht um das Tier kümmern können, dass sie es nicht versorgen können, dass das Tier dann vernachlässigt wird und das kann ich verstehen. Und wir sehen halt mega jung aus und ich kann die verstehen. Trotzdem hat es mein Herz gebrochen. Bitte, bitte, bitte achtet darauf, dass es nicht unbedingt irgendwelche Facebook-Leute sind, die ihr da anschreibt. Guckt wirklich, ob das richtige Züchter sind. Und wenn ihr den Hund bekommt, guckt drauf, ob sie wirklich dafür ausgezeichnet ist, dass der Hund wirklich in guter Zustand ist und dass der nicht vielleicht irgendwo geklaut wurde und dann wiederverkauft worden ist. Weil den Leuten, die dann den Hund weggenommen worden sind, denen geht es halt dann schlecht. Und ganz oft passiert es, dass Hunde, sag ich mal, geklaut werden und weiterverkauft werden. Achtet am besten drauf und jo, probier. Sag den Leuten tschüss. Tschüss. Nein. Tschüss. Nein. Nein? Böse hat keinen Bock. Also, tschüss.